Wir haben so eine sackstarke Mannschaft und das müssen wir jetzt endlich mal umsetzen. Also wenn nicht zu Hause gegen Elversberg, ja wo bitte denn dann? Ne? Das ist die ganz große Aussage, die heute für das Spiel gilt. Ist logisch. Weil wir müssen so langsam wirklich mal gucken. Wir haben jetzt 27 Spieltage, wenn dieser vorbei ist. Und wir haben den Vorsprung. Wir haben den Vorsprung. Aber wenn man jetzt nachlässig wird und nicht mehr wirklich die ultimative Konsequenz in den Tag legt, dann kann der schnell weg sein, weil die Mannschaften oben, die müssen mal alle noch spielen demnächst. Osnabrück und so weiter, ne? Dann unter Haching. Und deswegen müssen wir unbedingt gegen so Gegner zu Hause die 3 Punkte holen. Und das auch endlich mal wieder souverän. Also ohne Gegentor, das wäre mal ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob die Jungs das in ihrem Fahrplan haben. Aber 3 Buden gegen Holstein Kiel, vor allem wenn man das Ding schon 3-1 führt, das ist zu wenig. Das ist leichtsinnig, das ist Schwachsinn. Das muss unbedingt besser werden heute. Und ich hoffe mal die Spuren heute. Also eine Reaction heute bitte, Mann. Das kann ja nicht sein. Ich meine, wir legen zumindest schon mal los. Papa mit einem genialen Pass auf Tomalla. Aber Brian Melis, was ist das denn? Das klingt wie irgendwie Champions League bei Anderlecht oder so. Nee, ist Elversberg. Kommt dazwischen. Und jetzt hat Papa die gelbe bekommen. Also das hat leider keine Wirkung gezeigt. Dieser Pass eben, auf den ist Tomalla. Der konnte das Ding nicht verwerten, eben wegen Melis. Dem Linksverteidiger, der noch zwischen geht. Elversberg ist nervös. Und da müssen wir doch auch endlich mal... Da müssen wir doch auch endlich mal was zeigen. Geht mal drauf. Ich meine, muss man mal nutzen, wenn die nervös sind, Mann. Das kann ja nicht sein. Timo Wenzel rutscht aus. Papa geht in den 16er. Schießt doch einfach. Der flankt in die Mitte. Verteidiger kann klären. Und wir gucken blöd aus der Wäsche. Also die machen sich doch hier ins Höschen. Die haben ja noch nichts gezeigt. Aber haben Hauptsache 50.000 mal Zweier Note hinten drin, ne? So, schönes Kombinationsspiel von Leipzig. Rockenbach da Silva gegen Timo Wenzel. Und jetzt ist die Kugel wieder weg. Wir haben eine halbe Stunde gespielt, nichts ist passiert und jetzt kommt Elversberg. Leck mich doch sonst wo, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. 100%ige Chance. Und Röttgab vereitelt es hier. Geht nach hinten, bügelt es aus gegen Marcel Schuck. Kann die Flanke verhindern. Ey, nee. Eine Dreier-Balkenchance aus einer Ecke. Nico Zimmermann, Felix Luz kommt irgendwie dran, verschafft sich Platz. Ich ahne Schlimmes. Schießt am Tor vorbei. Leute, jetzt denkt euch hier mal eine Top-Mannschaft. Denkt euch hier mal Osnabrück, die demnächst anstehen. Die machen das doch mit dem Lachen. Machen die das Ding rein, da liegen wir hier hinten. Röttger, Rockenbach da Silva, Denis Tomalla, Bernard Itouar ist dazwischen. Fran kommt, 12 Meter gegen Morten Jensen, den ehemaligen Kieler. Aber der hat den Ball. Nee, also, Leute, Konzentration, jetzt ist aber mal gut. Nächste Ecke für Elversberg. Wieder Nico Zimmermann. Eben wurde es gefährlich. Lars Jungnickel kann das Ding nicht drücken. Das hat man immer uns auch schon mal. Köpf drüber. Röttger ist heute klasse mit einer 1,5. Auch Fabian Franke. Anthony Jung. Und jetzt nochmal kurz vor der Halbzeit. Nochmal voller Angriff. Wir bekommen immerhin eine kleine Möglichkeit. Aber da haben wir auch schon Tore rausgesehen. Da Silva auf Müller. Flankt in den Strafraum. Morten Jensen zur Ecke. Das wäre natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber es ist wieder nur eine kleine Möglichkeit. Zweite Ecke für uns. Nico Zimmermann kann sich gegen Kaiser durchsetzen und klärt das ganze Ding. Tja, es ist heute ein Pflichtsieg. Es ist einfach einer, wenn man das mal sieht. Die haben 21 Punkte. Die haben 5 Spiele gewonnen in der Saison bis jetzt. Was normal so für einen Aufsteiger nicht so schlecht ist. So, und jetzt habe ich wieder Angst. Junge, Junge, Junge. Die scheitern hier aus einem Meter an Coltorti. Dominik Rohracker. Junge, 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 Junge. Also ich meine, das ist Kiel Reloaded. Das ist ganz schwach. Also wir können gegen unsere Mitaufsteiger nicht gewinnen. Wir haben das erste Match gegen Elversberg 1-1 gespielt in Elversberg. Jetzt spielen wir hier zu Hause. Ich habe ja gar nicht viel verlangt. Ich habe ja nur gesagt, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Das gibt's doch gar nicht. Ach Gott, los, jetzt zeigt es ihnen. Also jetzt lasse ich hier überhaupt keine Ausreden mehr gelten. Wir loben Franke, weil das ist klasse. Also alle mit einer 1 lobe ich, den Rest nicht. Weil wir müssen jetzt hier motivieren, motivieren, motivieren. Das ist mir dann wichtiger, als irgendeinem Bruder sogar in den Arsch rein zu blasen, der hier eine 2 hat. Weil davon haben wir trotzdem keine Tore, ne? Fran hat eine 2,5. Ich frag mich, warum, ne? Hat ja vorne auch den einen Ball aus 12 Metern nicht ins Tor bekommen. Und ja, kann man natürlich verlangen. Er ist Kapitän, er geht voran. Kann auch gerne mal die Tore schießen, ne? Er ist ja Stürmer.
So, ich denke mal, jetzt habe ich Jung vergessen. Na gut. Habe ich Steffen Lange auf der Bank? Ich weiß ja nicht, kann der links? Ich glaube, ich habe das schon mal nachgeguckt. Könnte er, aber das muss er einspielen. Da haben wir ja gemacht. Ich habe ein paar Tage jetzt nicht aufgenommen, das merkt man sofort. Merkt man sofort. Also da ein paar Sachen vergessen. Also noch mehr, als ich sonst sowieso schon immer vergesse. Und jetzt ist hier mal gut. Also wir müssen jetzt hier endlich in die Puschen kommen. Ganz wichtig. Und Elversberg ist ein Gegner, die müssen wir einfach besiegen. Müssen wir einfach. Das war anscheinend ein Freistoß, den wir nicht sehen konnten, wie der entstanden ist. Coltorti packt sich ja zu mit einer 2,5. Klasse Partie heute wieder vom Schweizer. Eckball, Rockenbach da Silva, dritte. Und jetzt wird es gefährlich, weil Jens nicht rauskommt. Haben wir mal Glück, die Elversberger. Fabian Frankes Kopfball geht knapp im Mosten vorbei. Komm, jetzt geht mal hier drauf. Geht jetzt mal drauf hier. Wir müssen jetzt nochmal schauen, dass wir hier die Abseitsgeschichten, die haben wir sowieso nicht drin. Aber von mir aus den Einsatz noch ein bisschen erhöhen. Pressing. Wir müssen die jetzt einschnüren. Verdammt nochmal, wir müssen die jetzt einschnüren. Oh, Fran, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Was will der denn noch? Was will der denn noch haben, dass er die Dinger reinschießt? Eben aus 12 Metern, jetzt aus 9. Muss ich dem das einen halben Meter da vors Tor legen? Wir haben jetzt die 70. Minute, voller Angriff. Jetzt habe ich aber echt die Faxen dicke hier gleich. Ey, das kann doch nicht angehen. Wir spielen gegen Osnabrück demnächst. Was denken die sich? Oh, da wirst du ja wahnsinnig, ey. Da wirst du ja verrückt. Tobias Willers ist heute nicht gut, deswegen geht er jetzt auch. Da kommt Tim Sebastian rein. Ihr erinnert euch, der sehr unglücklich ausgesehen hat gegen Kiel. Aber naja, passiert, ne? Ne, wo war das denn? Das war nicht Kiel. Das war irgendwo, wo er ein Eigentor gemacht hat. Da hat uns der Gegner auch ein Eigentor geschenkt, sozusagen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer. Und so war das nicht gegen Kiel, sorry. Das war natürlich nicht richtig. Steffen Lang für Christian Müller. Er hat ein 2, also sieht sehr gut aus. Es bleibt beim 0-0, die Chance hier haben wir gesehen von Elversberg, das war aber abseits, 74. Aber was soll ich hier noch mehr machen? Ich habe ja die Bande jetzt schon komplett vorne. Die sind ja jetzt schon komplett vorne. Ich meine, jetzt nochmal versuchen. Melis grätscht am Ball vorbei, Röttger hat das Ding, Kaiser kommt zum Kopfball. Ey, ne, ich glaube, wir können hier, nee. Also wir können hier heute noch Stunden weiterspielen, wir machen gar nichts rein, gar nichts. Und wenn man sich mal anguckt, dass die schon drei dicke Möglichkeiten haben, Großchancen. Dann ist es für uns absolut glücklich. Ich kann Kamlott noch bringen für Tomala vorne. Eigentlich müsste ich Fran rausschmeißen, weil der hat die beiden Chancen gehabt, aber er ist Captain. Flanke von Papa nach innen. Aber Sebastian Wolf ist vor Tomala am Ball und der geht jetzt raus gleich. War auch quasi damit die letzte Aktion. Und vielleicht mit Kamlott nochmal ein Kampfschwein da vorne reinschmeißen. Also haben wir jetzt zwei auf dem Platz. Röttger und Kamlott. Vielleicht geht noch was. Vielleicht. Wir schlagen die Dinge jetzt auch lang rein. Sturmtank mache ich nicht. Das kannst du bei zwei Stürmern nicht machen. So, Rock macht das immer mit einem Übersteiger. Ich hoffe mal, dass das Ding jetzt nochmal nach vorne geht. Es muss jetzt. Es muss jetzt. Wir haben eine gute Möglichkeit. Anthony Jung auf der linken Seite zu Kamlott. Sebastian Wolf passt auf. Klärt vom Angreifer. Die spielen heute wie die Weltmeister. Also du könntest denken, Elversberg spielt oben mit. Also so wie die sich hier heute reinkloppen. Die Abwehrleistung hinten. Also jeder schießt wahrscheinlich... Ja, Tore gegen die, aber nicht wir. Carsten Kamlott, Fehler, Jensen. Jensen macht den Fehler. Alter Schwede. Tim Wiese, Gedächtnisfehler. Damals gegen Juve im Dress von Werder Bremen. So, jetzt muss ich hier was machen. Könnt ihr euch erinnern? Wo er den Ball gefangen hat, rollt sich ab und lässt das Ding fallen. Ich glaube, Emerson war es der damals, der den Ball einfach ins Tor geschoben hat. Genau so ein Ding ist es heute. Und was ist das peinlich, ey. Was ist das peinlich? Jetzt kommt Elversberg. Nochmal, Nico Zimmermann. Die Ecken sind gefährlich von dem Kerl. Kommt hoch rein. Aber wir haben Coltorti. Wir haben Coltorti. Und jetzt stellen wir das ganze Ding hier mal um. Ey, das ist... Wir führen 1-0 gegen Elversberg durch ein Quasi-Eigentor und müssen jetzt hier... Oh Mann. Und müssen jetzt hier echt zittern. Brian Melis mit der gelben Karte. Konter unterbunden. Muss man natürlich dann geben. So, die beiden Dominiks. Dominik Rohracker verletzt. Dominik Kaiser spielt den Ball raus. Und jetzt hinten dicht. Meine Güte. Meine Güte, was für ein Spiel hier. Also hätte ich einen Teppichklopfer oder sonst irgendwas, hätte ich einen großen Sack. Ich würde die alle da reinstopfen. Ausgenommen Kamlott. Und würde immer fröhlich drauf dreschen. Das wäre quasi meine Beschäftigung dieses Abends hier. Meine Herren, also mit einer absoluten Grottenleistung murksen wir uns hier
zu 3 Punkten. Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, Elversberg 51%. Das ist marginal, das ist ganz wenig, aber es zeigt einfach, wie schlecht wir waren. Elversberg ist 18. gewesen. Boah, nee, also ich muss erstmal jetzt gerade mal ein bisschen hier. Ich muss mich mal schön trinken. Bis gleich. Also, da fehlen einem echt die Worte. Also, ich kann mir nicht erklären, warum das diese Saison mit den Mitaufsteigern so schwer ist. Also, wir verlieren das direkte Duell gegen Kiel, ist klar. Wir haben das Hinspiel verloren zu Hause gegen die, deutlich. Und dann nach Führung 2 Gegentore in den letzten paar Minuten 3:3 gespielt. Heute Elversberg. Also die Abwehrleistung von denen, Hut ab. Also da ist mit Marc Gallego der schlechteste eine 3,5. Melis, Wenzel und Itua haben alle eine 2,0. Also wenn die immer so spielen würden, ich sag euch, die würden mit Sicherheit nicht da unten rumhängen und müssten zittern, dass sie absteigen. Der Torwart war heute der schlechteste Mann am Platz von denen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Obwohl der hier eine Note schlechter hat noch, also eine halbe Note. Aber der hat den Fehler gemacht. Morten Jensen. Also nicht natürlich nicht drauf einprügeln, das kann immer passieren, aber das darf er natürlich nicht machen. Wenn er einfach nur den Ball fängt, stehen bleibt, dann passiert hier nichts. Dann geht das Ding mit 0-0 weiter oder die gewinnen noch, was weiß ich. Aber er rollt sich ab, verliert die Kugel und dann steht halt eben der Kamlott da. Und ich bin mir sicher, der Fran, der hat das Ding daneben geschossen. Ganz sicher. Und der Kamlott macht es. Junge, 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 Timo Wenzel, das ist ein guter Kapitän, würde ich mal sagen, für die Elversberger. Und ich hoffe mal, ich beobachte das. Ich will mal gucken, wie die nächsten Wochen spielen. Weil, wie gesagt, wenn das immer so läuft, dann werden die da unten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Müssen halt einfach nur die Punkte holen. Weil, wenn die auswärts schon so spielen, beim Tabellenzweiten. Halleluja, wie der Barney jetzt wieder sagen würde. So, gucken wir mal rein, Ergebnis. Wir haben gerade gesehen, Anthony Jung war bester Spieler. Spieler des Spiels. 2 Punkte Rückstand auf Duisburg, das bleibt so. Duisburg kann sich da durchsetzen gegen Wien Wiesbaden, ganz deutlich, 4,1. Ganz bestimmt 4:1, nicht 4,1. Ja, man merkt, dass es spät ist und dass ich einen gezwitschert habe. Nee, Spaß. Alles gut. Stuttgarts zweite Mannschaft, wissen wir ja, die zählt nicht. Die spielt unentschieden gegen Wacker Burghausen, den Tabellenletzten. Und dann haben wir Osnabrück. Ich glaube sogar der nächste Gegner schon. Nee, Stuttgarts zweite Mal. Also ja, wir spielen jetzt gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart und danach gegen Osnabrück. Gott sei Dank das Ding zu Hause. Das heißt, die nächsten beiden Gegner sind die 3 und die 4. Und es ist, glaube ich, nicht zu viel versprochen, dass wir mit einer Leistung wie heute, vor allem mit der Leistung vorne, hallo, Fran, du bist gemeint, hauptsächlich, dass wir da keine Blumentöpfe gewinnen. Mit Sicherheit. So, Durkra Scherschan von Dortmund zweiter Mannschaft, sehr, sehr gute Saison bisher. Wechselt dann jetzt zu Fortuna Düsseldorf. Ich habe keine Ahnung, ob das nach der Saison ist oder... Ja, muss ja eigentlich, ne? Muss ja eigentlich. Weil wir haben ja jetzt die Dingstransferphase, ist ja längst vorbei. Was kann man sonst noch sagen? Heidenheim lebt noch. Heidenheim gewinnt bei den Stuttgarter Kickers. Jetzt sind sie auf der 18 und haben es jetzt eigentlich fast schon geschafft. Also sind zumindest jetzt punktgleich mit Unterhaching. Das Torverhältnis ist natürlich noch viel schlechter. Deswegen stehen sie auch noch auf der 18 und nicht auf der 17. Aber... Darmstadt ist absolut im Bereich des Möglichen und Unterhaching haben wir ja auch noch, ich glaube am 30. Spieltag. Ja, da müssen wir nach Haching, dann zu Heidenheim, also wir haben die beide unmittelbar hintereinander, bin mal gespannt, wie das aussieht, wer sich dann nach unseren Partien, ja, behaupten konnte vorne. Platz an der Sonne können wir nicht sagen, das hier unten ist ja unterstes Dickicht, ne? Das ist gerade mal so gerettet. Und was kann man sonst noch so sagen? Erfurt, die sind nicht wirklich in der Spur, ne? Nach der Niederlage gegen uns. Stehen jetzt nur noch auf der 5. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Das ist ein bisschen wenig. Wenn man mal guckt, Osnabrück, die marschieren. Die haben mindestens 5 in Folge gewonnen. Es sind insgesamt sogar letzten 6 Spiele alle gewonnen. Und da können wir uns warm anziehen. Die haben heute Münster 1-0 geschlagen. Halle 1-0 davor. 5-2 die Stuttgarter Kickers. 2-1 Saarbrücken. Also wir sehen ja an den Ergebnissen. Die können zu 0 spielen. Die können aber auch richtig Tore schießen vorne. Und das ist eine gefährliche Kombi. Das ist eine gefährliche Kombi. So, zweite Liga im Schnelldurchlauf würde ich mal sagen. Oh Gott, Ahlen, die können einem fast leid tun hier. 5:0 auf die Muppe bekommen von Lautern. Die finden nach wie vor mit 10 Punkten vor Köln, die heute 3:2 gegen Fürth gewinnen. Also das war fast eigentlich ein Spitzenduell. Wo sind denn Fürth? Ne, die sind da. Das ist gar kein Spitzenduell. Das ist schlecht, ne? Nur auf Platz 10. 60 München 1-0, also die könnten auch seit langer Zeit nochmal wieder den Sprung schaffen. Oh, wann sind die abgestiegen? Das muss doch mindestens jetzt schon 10 Jahre her sein.
dass die da Hallo Bundesliga rufen dürfen und auf die T-Shirts schreiben dürfen, Aufstiegsshirts. Ingolstadt hält sich da oben auch sehr, sehr wacker. Wacker Burghausen. So, hier sieht es so aus, dass Augsburg mit 11 Punkten jetzt schon ordentlich natürlich da den Anschluss verloren hat. Aber Braunschweig genauso. Dann haben wir Mainz, Hertha und dann ein dickes Loch. 9 Punkte auf Gladbach. Also das hier werden wirklich die 4 Mannschaften sein, die 3 Absteiger bzw. 2 unter sich ausmachen werden. Ja, Gladbach auf der 14. Leverkusen verlieren heute auch. Also da war ja so ein bisschen was wie ein Aufwärtstrend da. Sind immer nur noch 7 Punkte auf die, aber der ist natürlich jetzt gestoppt. Gegen Wolfsburg verloren. Wolfsburg auf der 4. Also scheinbar haben wir jetzt hier momentan die Top 4, die Top 3 relativ safe, würde ich sagen. Und dann kommt Wolfsburg und hat da Hannover und Bremen im Gepäck. Schalke vielleicht noch ein bisschen mit Außenseiterchancen da auf die Champions League Quali. Aber ja, da müsste halt schon viel passieren. Vielleicht spielen die noch gegeneinander. Muss ja eigentlich fast noch sein. 12 Spieltage haben wir noch. So, für die Komplettheit machen wir natürlich auch den Sprung nach England. Noch Chelsea besiegt die Toffees. Die bleiben auf der 10 stehen. Also immer so ein Hin und Her. Gewonnen, verloren. United hat so wieder ein bisschen wieder die Kurve bekommen. Haben jetzt endlich nochmal gewonnen. Halten die 10 Punkte auf Chelsea. Also das ist quasi die zweite Liga reloaded hier, wenn man so will. Also genau das gleiche sehen wir auch mit Lautern und Köln. 10 Punkte Abstand. Konsequent, also permanent. Konstant. Zum 8. Mal in der 11. des Tages Sergio Aguero von City. Wo haben die denn gespielt? 4-1 gegen Stoke. Man City auf der 3. Ja, werden natürlich trotzdem dann nur 2. der Stadt. Ha! Tja, da lacht so ein bisschen der Fan aus mir raus. So, Spanien müssen wir noch gucken. Barca gewinnt. Wo haben wir denn den Tabellenführer? Atletico Madrid gewinnt das Derby gegen Real Madrid. Dass ich das noch erleben darf. Also seit gefühlten 50 Jahren verliert Atletico ja permanent gegen Real. Auch wenn sie vorher 10 Spiele gewonnen haben, da kommt Madrid, zack, schlecht und verloren. Hier nicht. Haben jetzt 6 Punkte Vorsprung. Auf Barca war das sowieso schon und Madrid hat natürlich jetzt heute da eingebüßt. Also wenn Madrid gewonnen hätte, also Real Madrid, man sagt da Madrid ist quasi die Abkürzung. Wenn die gewonnen hätten, dann stände es 60-60 mit Atletico. Also es war im Prinzip wirklich hier ein 6-Punkte-Spiel für den Pokalsieger. Ich glaube 1996 war die letzte Meisterschaft von Atletico. Wäre natürlich nochmal schön für die Rochi Blancos, wie sie genannt werden. Fabio Coltuati ist ein ruhiger Pol, das hat man heute gemerkt. Von dem hat wirklich dann die Ruhe ausgestrahlt auf die Verteidigung. Und die schwierigen Bälle hat er gehalten, sogar diesen Schuss aus einem Meter. Also, wenn wir den nicht hätten, ich bin mir sicher, wir hätten wie viele Punkte weniger auf dem Konto. Und deswegen ist es wichtig, dass der so lange wie möglich bei uns spielt. Nicht nur Führungsspieler, sondern auch erfahren ohne Ende. Und wenn du den Sprung schaffst in die zweite Liga, brauchst du so einen. Ich habe Baumader von YouTube vorher gesagt, dass wir uns auf eine Punkteteilung einigen können, aber das hat der Schweinehund nicht mitgemacht. Ja, so bin ich halt, ne? Ein Sackgesicht vor dem Herrn. Ja, wenn es da oben ja nicht so knapp wäre, dann hätte ich ja eventuell gesagt, Elversberg, sympathisch, Aufsteiger, keine Ahnung, ganz kleiner Verein, begrenzte Mittel und so, gebe ich gerne einen Punkt, aber hätten wir ja normalerweise auch, ne? Wenn der Torwart von Elversberg nicht so freundlich gewesen wäre und uns den Ball da quasi gegeben hätte, dass der Kamlott es reinschießen kann. Anthony Jung ist dabei zum 2. Mal, Katzior schon zum 4. Mal, der ist eigentlich Captain von Holstein Kiel, muss ich den Bergi mal fragen, wie das aussieht. Abdenur Amaraibu mit einer Note 1,0. 3 Tore für Regensburg geschossen. Also ich weiß nicht, Hein ist auch drin, Oliver Hein, glaube ich, heißt der. Ja, ist auch drin. Wie haben die denn gespielt? Warte mal. 3. Bundesliga, wo ist hier Regensburg? 3-1 in Saarbrücken. Also Saarbrücken ist auch so ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen. Wir können uns auch erinnern, die sind Tabellenführer teilweise gewesen. Und jetzt sieht es eben so aus, dass sie nur 3 Punkte holen aus 15 möglichen aus den letzten 5 Partien. Und haben jetzt schon ein ordentliches Loch nach oben. Also Stuttgarts zweite Mannschaft blendet, wie gesagt, so ein bisschen. Osnabrück ist da der Messstab, das sind 4 Punkte. Na, jetzt geht alles noch. Aber ich meine, die Moral ist trotzdem am Arsch. Und ja, 11 Spieltage noch. So sind wir gewesen. Da waren wir. Teamleistung, das glaube ich nicht. Das ist halt typisch Fußballmanager. Wieso hat denn Elversberg eine 3,5 verdient und wir eine 3,05? Klar, das sind die Durchschnittsnoten der einzelnen Spieler, aber das ist ja komplett gegen den Spielverlauf. Mann. Also, ihr habt ja Osnabrück gesehen, ne?
Und wenn wir dann quasi gleich eingestuft werden wie die, dann ist irgendwas falsch, würde ich mal sagen. Die haben auch 100 Pässe mehr gespielt. Das kommt noch dabei. Guckt euch mal an, was wir für wenig Pässe gespielt haben. Das ist unterstes Niveau hier. Da haben sogar Unterhaching hat mehr Pässe gespielt. Mann. Das kann es ja nicht geben. Beste Spieler. Oben ein Gleichschritt Kutschukovic und Onwegbu. Jeweils mit einem Tor. Dann kommt da unten Scherschan, der wahrscheinlich beflügelt wurde durch seinen Wechsel zu Düsseldorf mit der 15 jetzt an Anzahl an Toren. Paulsen fehlt. Paulsen fehlt einfach. Also Daniel Frahn, also ich so gerne ich noch hab, ne, ist ja Captain von RB Leipzig, aber der soll doch endlich mal an seinem Torriecher arbeiten. Also was er heute wieder versemmelt hat, es geht auf keine Kuhhaut. Und ich frage mich, warum dann der Kamlott das so hinbekommt. Der ist quasi in dem Moment am richtigen Ort. Das heißt ja Torriecher, ne? Wenn du halt bei so einer Situation dann den Ball bekommst, wenn der Torwart fallen lässt. Und ich meine, Daniel Frahn hat ja keinen schlechten Torriecher, aber er macht die Dinger einfach nicht rein. Also wir werden daran arbeiten müssen. So, Verletzungen. Da ist es immer noch. 11 Wochen ist der gute Yusuf immer noch verletzt. Schnatterer mit der roten Karte, das war ja auch schon vom letzten Mal. Fairplay, wo sind wir denn? Ja, wir verabschieden uns langsam nach oben. Also mittlerweile Duisburg, Rostock, Regensburg, Heidenheim und Wien-Wiesbaden natürlich die absoluten Tabellenführer hier. Locker weggezogen. Das sind schon 16 Punkte. Also da werden wir uns nicht mehr, sagen wir mal, ranrobben. Und ich bin gespannt, was Nicolas Feldhahn gegen uns vorhat. Jetzt demnächst. Wir gehen auf jeden Fall mal in die Woche. Und sehen, was nicht unbedingt jetzt wahnsinnig überraschendes. MSV Duisburg, erfolgreiches Team in diesem Winter. Da freut sich der Eisbär. In der Realität sieht es leider ein bisschen anders aus. Dann ist hier nichts mehr mit Eis, dann ist alles geschmolzen. Thema Klimaerwärmung. Ich sage das nur, weil wir das momentan in Erdkunde haben. Und es da auch um die armen Eisbären geht. So, da haben wir ein paar News. Es ist aber alles in Ordnung, würde ich mal sagen. Also er schlägt er nicht.